Okay, alles klar, dann geht's schon mit meinem Beitrag los. Herzlich willkommen von mir. Der Martin hat das gut angekündigt, dass das Thema, was hier hinten zu sehen ist, Office 365 im Vergleich zu G Suite, natürlich ein sehr umfangreiches ist. Und ich quasi mal beginne mit so einem Herausstellen von Vorteilen für die G Suite. Grundsätzlich ist es aus meiner persönlichen Erfahrung so, dass das Thema durchaus emotional betrachtet wird in den Unternehmen. Wenn es um diese Frage geht, digitaler Arbeitsplatz, auf welche Plattform wollen wir setzen, welche nutzen wir dafür? Und es gibt gewisse Strömungen aus der IT oder aus anderen Richtungen oder aus bestehenden Verträgen, die man hat, die dann natürlich dann immer sagen, ja, Microsoft ist das Mittel der Wahl, ist quasi gesetzt, das nehmen wir jetzt. Und ich habe jetzt die Erfahrung schon mehrere Male gemacht in meinen Projekten, wo es eben um diese Fragestellung ging, welches Tool nehmen wir, und habe auch eine Evaluierung begleitet und merke immer wieder diese Widerstände auch, denen man dort begegnet, und sehe auch, dass das ein politisches Thema ist, und will einfach mal eine Brücke schlagen jetzt in diese neue Welt, G Suite-Welt, die in vielen Unternehmen noch unbekannt ist, also nicht vom Namen her, aber einfach von der wie setze ich es ein, wie kann ich das Ganze nutzen, und will mal ein paar Dinge aufzeigen, die aus meiner Sicht für die G Suite sprechen. Und das ist ein erster Schritt, und wie Martin sagt, wäre das jetzt eine Grundlage, um mal diesen Vergleich weiter voranzutreiben und auch die andere Facette zu sehen und auch wirklich mal beide Lösungen gegenüberzustellen. Ich habe das bewusst so schwarz-weiß auch gemalt, genau wegen dieser Sichtweise auch in den Unternehmen, weil diese häufig so ist. Es gibt nicht ein Bund so, naja, wir können ja mal gucken, und es gibt da Vorteile und da Nachteile und so weiter, sondern es ist meistens so ganz klar das eine Lager und das andere Lager. Und es ist natürlich nicht so, wenn man wirklich reinschaut in Anforderungen und in den Vergleich, aber ich will es mal so heute so bewusst darstellen. Wir haben schon die erste Frage. Noch gar nicht viel gesagt. Ja, wir haben ja jetzt hier die zwei Beispiele. Kommen dann noch welche dazu, zum Beispiel Open Exchange Suite oder sowas? Das ist durchaus möglich, na klar. Also das auch gegen andere noch zu vergleichen. Ich fange mal an, und ich würde das mal am Ende dann vielleicht nochmal aufgreifen, die Frage, oder zwischendurch einfach, ne, um einfach das in den Kontext einzuordnen. Ich habe versucht, das mal in einem Bild zu bringen, wie sich das für mich manchmal darstellt. Wenn ich in die Unternehmen komme und man diese Fragestellung hat, ne, welche der beiden Lösungen ist betrachtet. Und die eine Seite der Welt, die sieht sich häufig so, die feiert sich natürlich, ne, Microsoft, das Beste, was es gibt, ist ja etabliert, jeder kennt das, passt zu unserer IT und zu bestehenden Systemen, daher nehmen wir das. Ne, also da gibt es gar nichts anderes. Warum sollte man sich andere Dinge nochmal anschauen? Berechtigterweise muss man ja auch ehrlicherweise sagen, rein von den Zahlen her, wie viele Leute nutzen schon Office 365, und erst diese Woche von Google auch wieder announced, dass die jetzt 4 Millionen Nutzer haben auf ihrer Plattform, und rein der Zahlenvergleich sagt natürlich schon was aus. Ne? Kann man natürlich jetzt in die Historie schauen, warum ist das so? Und da hat Microsoft natürlich einen gewissen Startvorteil. Und die G Suite holt aber auf. Ja? Da habe ich auch noch eine Frage zu. Und zwar, die 4 Millionen, sind das nur die zahlenden G Suite-Nutzer? Oder sind da die kostenfreien Nutzer? Das sind die zahlenden G Suite-Nutzer, genau. Das sind nicht die freien. Ja. Das sind die zahlenden G Suite-Nutzer. Vielleicht auch nochmal Timeline parallel setzen. Ja. Seit wann gibt es G Suite, und seit wann? Ja, genau. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. G Suite kann man ja sagen, erst so seit anderthalb, zwei Jahren wirklich am Start und hat dementsprechend schon aufgeholt, und Microsoft schon mit Google Apps und schon etwas früher begonnen, aber so wirklich unter diesem Label und auch mit dieser Präsenz im Markt, so würde ich jetzt sagen, ist man so seit anderthalb, zwei Jahren aktiv. Genau. Was man aber sehen muss, ist, dass das Ganze natürlich sich dreht, aus meiner Sicht. Und das durchaus eine Gefahr ist, es war jetzt ein bisschen provokant, dieses Bild, aber durchaus auch eine Gefahr ist für Microsoft, und dass man sich nicht so selbstsicher sein sollte als Produkthersteller, aber auch als Unternehmen, und nicht von vornherein sagt, Microsoft ist gesetzt, sondern durchaus auch mal den Schritt wagt und sich was anderes anschaut. Warum sage ich das? Warum wird sich das drehen? Aufgrund von diesen beiden Zahlen. Und die erklären natürlich auch, warum Microsoft so präsent ist und warum Google mit der G Suite vielleicht noch nicht so weit ist, beziehungsweise warum sich das in Zukunft ändern wird. Wir haben auf der einen Seite die 75% der Leute, die auf dem Rechner Windows nutzen. Das machen die schon lange, das machen die schon ewig, das kennen die. Und logischerweise ist
wenn die in die Unternehmen kommen, die Voraussetzung gegeben, dass sie mit diesen Tools besser klarkommen. Wenn ich mir aber die andere Zahl anschaue und sehe, dass 88% der Leute, die ein mobiles Endgerät nutzen, bereits jetzt auf Android sind und das noch in die Relation setze mit, wie wird dann Internet heutzutage genutzt, über Mobile Device oder über einen lokalen Desktop-Rechner, dann weiß ich ganz genau, dass hier die Musik spielt, in der Welt. Und da hat Google mit Android auf jeden Fall einen Vorteil. Das heißt wiederum, in den Unternehmen, die Leute kommen schon mit Erfahrung, mit Wissen und mit Kenntnissen über Google-Tools in die Unternehmen und haben keinen Aufwand mehr, sich dort einarbeiten zu müssen. Daher wird das in Zukunft ein ganz klarer Vorteil sein, über den man mal nachdenken sollte. Und nicht davon ausgeht, dass alle Microsoft können, sondern eher davon ausgehen, dass alle Gmail können, die in die Unternehmen kommen. Und daher macht dieser Vergleich auch Sinn und diese Betrachtung, welche Vorteile gibt es denn eigentlich in der G Suite-Welt und man wirklich eine Art Evaluierung auch geht. Daher, jetzt der eigentliche Vortrag, mal 10 Gründe für die G Suite. Für viele sicherlich schon an einigen Stellen bekannt, vielleicht an anderen nochmal eine neue Erkenntnis und eventuell für Leute auch im Stream nochmal eine ganz neue Perspektive, die sich noch nicht so intensiv mit der G Suite beschäftigt haben. Ich gehe da jetzt einfach mal durch und dann gerne am Ende auch die Diskussion dazu. Erster Punkt, Fokus. Aus meiner Sicht schafft es Google mit der G Suite, sich zu fokussieren auf das, was sie tun. Es ist kein Zoo an Applikationen, die man hat, sondern die haben ausgewählte Applikationen, die sie richtig gut machen und die funktionieren auch. Das heißt einmal als Tool an sich, aber auch was die Integration zwischen den Tools anbetrifft. Und das sieht man natürlich auch in den Tools selber, wie die aufgebaut sind, wie die strukturiert sind, wo sind die Integrationspunkte. Und Google fokussiert sich auf die Tools, die es in der G Suite gibt und kann die natürlich auch entsprechend weiterentwickeln. Zweiter Punkt, Usability hat natürlich auch mit Fokus zu tun. Die ganze Usability in G Suite ist so aufgebaut, dass ich mich auf das Wesentliche fokussieren kann und die Funktion, die ich wirklich brauche, habe. Ne? Und das ist immer so, wenn ich sage, Microsoft Outlook hat halt 100 Features oder 200 Features, von denen ich aber nur 5 nutze, mal ein bisschen überspitzt gesagt, die 5 finde ich halt hier, die ich tatsächlich brauche. Und das zieht sich dann durch alle Applikationen auch durch. Und wenn man jetzt mal einen Vergleich sieht, so ein Screenshot aus der Office-Welt, dann sieht man das schon rein vom Optischen her, ne, wie die Tools aufgebaut sind. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar in, wie gerne nutze ich dieses Tool, ob es jetzt Gmail ist, G Drive ist, und wie einfach kann ich damit auch arbeiten und wie einfach ist auch die Einarbeitung. Dritter Punkt, Offenheit. Darf ich zu dem Punkt eben nochmal kurz eine Frage stellen? Ja, gerne, dann gehe ich nochmal zurück. Und zwar würde mich da interessieren, du hast jetzt beide Versionen auch selber schon genutzt. Ja? Du bist Nutzer von Office 365 gewesen und nutzt jetzt auch die G Suite. Hast du den Eindruck, dass diese vielen Knöpfe, die ich da jetzt bei Microsoft sehe, gibt es die bei Google gar nicht? Sind die besser versteckt? Wie ist denn das? Also sozusagen, ist Google wirklich so abgespeckt? Wie viele Knöpfen gibt es dann doch irgendwo, wenn ich die mich halt nicht sofort sehen kann? Ja. Kannst du das ungefähr abschätzen? Ob es jetzt alle Knöpfe gibt, das kann ich nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall die Knöpfe, die ich für meine Arbeit brauche, für die tägliche Arbeit brauche. Ob es jetzt eine Signatur ist, ob es ein Einbetten von einem Dokument ist, ob es ein Status ist und so weiter. Also aus meiner Perspektive und auch als aktiver Nutzer beider Welten und aktuell Nutzer von G Suite mit dem E-Mail-Client, muss ich sagen, habe ich alle Funktionalitäten in dem Tool drin, die ich brauche und finde die auch. Also jetzt muss ich mal sagen, absoluter Fail. Ja. Uns erzählst du zuerst, wie wichtig Mobile ist und dann brichst du den Desktop-Version rein. Ne? Okay. Also das ist ja wohl... da hast du wohl recht, aus der Erfahrung muss ich sagen, ist bei Microsoft mit deren Mobile-Apps ähnlich wie bei Google, von der Leichtigkeit oder Usability. Und ich denke auch, dass bei den Microsoft-Produkten unter Umständen mit dem zu dem Thema viele Knöpfe oft viel mehr ist, was der Normalanwender so aber nicht braucht. Ja. Ich kenne das selbst aus meiner Vergangenheit, beispielsweise im Unternehmenseinsatz auch schon vor Jahren, wo man gesagt hat, naja, eigentlich werden nur 10-20% des Produktes genutzt von 80-90%. Unternehmen haben immer eine Komplettversion immer lizenziert. Genau. Ohne zum Beispiel in Erwägung zu ziehen, ich brauche ja eigentlich nur 5 Leute im Unternehmen, die beispielsweise MS Access brauchen. Ja, und dann kann ich auch mit dem Rest zum Beispiel mit Gmail machen. Genau, das ist, oder ein Beispiel ist Excel. Na, wie viele von den Leuten brauchen wirklich diesen Funktionsumfang in Excel?
Vielen reicht genau. Ein kleiner Fokus. Also ich war auch im Controlling und da sieht man es extrem. Eigentlich im Controlling, klar, braucht man unter Umständen Excel, aber das ist eben nur ein Makroteil oder ein Nanoteil. Das ist ja das, was ich sage am Anfang. Das ist kein Schwarz-Weiß tatsächlich, sondern es gibt Facetten und die Welt in den Unternehmen ist natürlich auch bunt und die muss ich mir auch anschauen. Ne? Und welchen Bedarf habe ich welche Anforderungen habe ich und passt das eine oder passt das andere? Aber es ist natürlich jetzt in der Form erstmal das, was ich hier rausstellen will, sind erstmal die Vorteile in der G Suite zu sehen. Genau. Okay? Nächstes Mal ist der Mobile Screenshot mit dabei. Dritter Punkt, Offenheit. Das, was mich auch persönlich beeindruckt hat und was sich auch wieder durch alle Applikationen zieht, ist, wie einfach es geht, auch Leute außerhalb der Organisation aus anderen Teams auf die G Suite und in meinen Bereich zu holen. Ob es jetzt ein Ordner ist, ob es ein Dokument ist, ob es ein Hangout-Chat ist, was auch immer. Und das ist schon beeindruckend, weil ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen muss, wo ist derjenige, ist er jetzt hier schon in meinem Active Directory oder was auch immer angelegt, sondern ich lade den einfach ein und habe sofort Zugriff und habe auch die Möglichkeit, mit dem sofort zu kollaborieren, also in einem Dokument zu arbeiten und das auch real-time. Weiterer Vorteil, den ich sehe. Dritter Punkt, sagte ich gerade, real-time. Wer es braucht natürlich, jetzt kann man sagen, so okay, an welchen Stellen ist das tatsächlich notwendig, dass man gemeinsam in einem Dokument arbeitet, aber wenn es den Bedarf gibt, gemeinsam an Inhalten zu arbeiten, an einer Präsentation, an einem Google Doc oder auch Dinge schnell verfügbar zu haben, dann hat da Google auf jeden Fall einen Vorteil mit der Google Cloud Plattform, die weltweit verteilt ist und mir die Verfügbarkeit sicherstellt. Klar, kleines Unternehmen, wenn das jetzt lokal verortet ist, hat nicht diesen Bedarf, weltweit alles sofort verfügbar zu haben, aber für größere Unternehmen, die auch verschiedene Niederlassungen, Standorte haben, ist das natürlich ein Vorteil. Heißt natürlich auf der anderen Seite, ich habe jetzt nicht ein Rechenzentrum, in dem das Ganze steht, ob das jetzt in Frankfurt ist oder in Amsterdam oder in den USA, sondern das Ganze ist weltweit verteilt und wird in kleine Schnipsel zerhackt, mein Datenpaket, und auf vielen Servern vorgehalten, sodass ich eben diese schnelle Verfügbarkeit ohne Latenz oder mit wenig Latenz dann auch zur Verfügung habe. Und das ist natürlich meiner Sicht ein ganz klarer Vorteil, hat aber natürlich wieder, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, es muss aber sichergestellt werden, dass es in dem Rechenzentrum in Deutschland steht, das gibt es nicht. Aber wir hatten auch schon den Vortrag, was jetzt Richtung Datenschutz und Sicherheit anbetrifft, dass Google die Standards natürlich auch erfüllen kann. Genau, Realtime. Weiterer Punkt, ich habe das mal Lean Administration genannt und das ist wieder abgeleitet von Google fokussiert sich, wie Administration funktioniert. Google hat die Usability entsprechend optimiert bei der Administrationskonsole. Und das erleichtert mir, wenn ich anfange mit Google G Suite, ob ich jetzt kleines oder großes Unternehmen bin, relativ schnell loslegen zu können. Nutzer anzulegen, Berechtigung zu hinterlegen, Unternehmensprofil zu hinterlegen und so weiter. Wesentlich einfacher, als das in Microsoft Office 365 der Fall ist. Aber natürlich wieder mit, es ist auf das optimiert, was es tun soll. Unter Microsoft habe ich sicherlich mehr Möglichkeiten, mehr Funktionalitäten. Aber die Frage ist immer, braucht man das und was ist quasi für mich zielführend in diese Richtung? Einfache Administration. Weiterer Punkt, den ich als Vorteil sehe, ist die Cloud Search. Ich meine, muss man nicht lange drüber reden, dass Google in dem Bereich stark sein könnte, was die Suche anbetrifft und auch die Suche übergreifend über E-Mail, über Dokumente, über Chats, über Gruppen und so weiter. Und die Cloud Search, die es dann in dem Business-Paket gibt bei Google. Ja. Ich sage ja nicht, dass es was nicht gibt in Office 365. Ich sage ja erstmal nur, was es in G Suite und will diese Vorteile herausheben. Genau. Und das ist für mich ein Vorteil, weil ich einmal über alles suchen kann und das mit der entsprechenden Google Usability, die ich auch aus dem Web kenne, aus dem Browser kenne und die auf die Inhalte zugreifen kann. Die Kompatibilität, die gegeben ist, natürlich dadurch, dass Google ein reiner Online-Dienst ist. Google kommt aus der Online-Welt. Google hat alle Applikationen dahingehend natürlich aufgebaut, entwickelt und optimiert. Und dadurch, dass ich eben im Browser arbeite mit meinen Applikationen, muss ich jetzt keinen lokalen Client vorhalten oder installieren, der auf verschiedenen Plattformen laufen muss, sondern ich habe das quasi im Browser, wenn ich den Browser nutze, oder eben die Apps auf den mobilen Endgeräten. Und das ist für mich auch wieder ein Vorteil, wenn ich das Ganze ausrollen will. Im Zweifel ist es nur der Chrome, der installiert werden muss und dann läuft die ganze Applikation
und ich muss nicht noch irgendwie einen Rollout-Plan machen für die verschiedenen Clients, die man in der Office-Welt findet. Man kann natürlich auch in der Office 365-Welt auch alles aus dem Browser nutzen, wer das macht. Häufig ist es aber in der Realität noch so, dass die Leute dann immer noch den Outlook-Client, den Excel, Word und so weiter auch noch lokal installiert haben, was dann entsprechend ausgerollt werden muss. Ist aus meiner Sicht ein Vorteil, weil es auch perspektivisch dahin gehen wird und ich selbst jetzt als G Suite-Nutzer, der das ein halbes Jahr in Gebrauch hat, habe noch nie die Offline-Funktion zum Beispiel vermisst. Ich dachte auch im Vorhinein, es könnte problematisch werden, wenn man mal Dinge nicht offline zur Verfügung hat oder arbeiten kann, aber in der Realität ist es sehr, sehr selten, dass man wirklich offline ist, jedenfalls so offline, dass man nicht mal mehr eine E-Mail abschicken kann oder an einem Dokument arbeiten kann. Klar kann ich mir jetzt nicht die Gigabyte-Files runterladen, aber das habe ich in einer anderen Welt dann genauso, wenn ich OneDrive nutze und meine Daten zentral in der Cloud speichere. Aus meiner Sicht ein Vorteil und jetzt nichts, was Unternehmen irgendwie erschrecken sollte, wenn ich sage, ich mache alles in der Online-Welt. Da ist eine Frage. Gibt es denn bei beiden Versionen die Option, dass ich sage, und die sollen trotzdem offline verfügbar sein, die Daten? Die Daten an sich jetzt, also ob ich jetzt OneDrive lokal vorhalte auf einem Rechner noch quasi nochmal als Spiegelung oder in G-Drive, die gibt es ja, klar. Naja, ich kann für G-Drive ja sagen, welche Dokumente möchte ich offline mitnehmen. Das kann ich ja entscheiden und in OneDrive habe ich das theoretisch auch. Plus, was ich noch im Chrome habe, ich kann zum Beispiel mein E-Mail-Client auch offline nutzen oder ich kann auch an meinem Dokument weiter offline arbeiten und sobald ich wieder online bin, wird das wieder synchronisiert. Die Möglichkeit gibt es schon. Wenn ich das brauche, aber das ist halt die Frage, ne? Also will ich wirklich eine Spiegelung aller meiner Daten in der Cloud haben, alle Dokumente auch nochmal lokal vorhalten oder reicht es aus, wenn die abgerufen werden, wenn ich sie brauche? Also falls das Thema noch kommt, also SLAs wird auch nochmal angesprochen. SLAs? Nee. Service jetzt Level Agreement. Richtung Verfügbarkeit? Ja, also ob die Plattform verfügbar ist oder ob die, ich glaube Google sichert 99,9% zu an Verfügbarkeit der Dienste. Wenn das jetzt die Frage war. So, also ob ich. Ja. Ja, davon gehe ich jetzt einfach mal bei einem Cloud-Anbieter aus, dass der in der Lage ist, seine Plattform auch so performant und ausfallsicher. Ich würde gerne noch ganz kurz was zu dieser Offline-Kompatibilität sagen. Das war für mich am Anfang ein sehr großer Vorbehalt gegenüber Google. Das ist ja nur im Browser. Und dann dachte ich, brauche ich ja meinen Internetzugang. Ansonsten habe ich ja gar keinen Zugriff auf den Brief, den ich gerade angefangen habe, wenn ich den jetzt im Flugzeug weiterschreiben will oder so und dann nicht ins Internet kann. Und tatsächlich, das kann ich jetzt Ihnen nur empfehlen, probieren Sie es einfach mal aus. Also probieren Sie einfach mal aus, wie Google das mit der Offline-Verfügbarkeit gelöst hat. Da gibt es zum einen diese G-Drive-Offline-Synchronisation, da hattest du eben auch schon so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt ein Online-Google-Dokument erstelle und das offline synchronisiere, dann kann ich das nicht mit Microsoft Word offline aufmachen und dann anschließend nahtlos wieder, sondern es gibt immer diesen Konversionsprozess. So habe ich das zumindest jetzt interpretiert. Was Google sehr, sehr gut gelöst hat, ist, wenn man den Chrome-Browser benutzt und da eine entsprechende Erweiterung installiert, dann kann man, als wenn man online wäre, mit den Google Docs, mit den Spreadsheets, mit den Sachen weiterarbeiten. Und die werden wirklich nahtlos synchronisiert, selbst dann, wenn jemand, während ich in dem Flieger sitze, an dem Dokument offline arbeitet. Was ja zum Beispiel bei Lotus Notes, die hatten ja das zuerst, da hatte ich immer sozusagen diese krassen Merge-Konflikte und jetzt habe ich sozusagen zwei unterschiedliche Versionen. Und das klappt wirklich richtig gut bei Google. Ich meine, das ist ein sehr großer Vorteil. Ich bin nicht ganz klar, wie das bei Microsoft funktioniert. Aber also ähnlich. Also würde ich mal sagen, die sind da ziemlich auf Augenhöhe mittlerweile und die sind eben auch im Bereich SLAs auf Augenhöhe. Also im Prinzip schließt man ja einen Vertrag ab und Bestandteil des Vertrages ist sowohl bei Microsoft als auch bei Google eine Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeitszusage beispielsweise, die habe ich eben bei Google nur, wenn ich mit Google G Suite arbeite und nicht, wenn ich einen kostenlosen Account habe. Aber die haben beide eine Zusicherung und ich arbeite jetzt mit beiden seit 5, 6 Jahren auch mit beiden und ich kann mich nicht erinnern, wann einer der beiden Dienste mal wirklich ausgefallen wäre. Also genau, deswegen habe ich das auch vertraglich zugesichert. Als eigenen Vorteil nochmal herausgestellt, weil ich davon ausgehe, dass es so ist und da nehmen die beiden sich auch nichts. Genau. Ne? Das also das Thema.
Also das Thema Datenschutz, Datensicherheit, Compliance ist bei beiden auch abgedeckt, bei Google, sowohl bei Google als auch bei Microsoft, in Abhängigkeit auch von dem Tarif, den man abschließt. Also wenn ich so Archivierungs- und Compliance-Dinge brauche, dann muss ich ein bisschen höher gehen als den Basistarif. Genau, aber es gab hier vorne auch schon Beispiele von Unternehmen, die das einsetzen und die Fragestellung natürlich auch hatten. Und das ist halt häufig auch ein Argument natürlich, warum man Google erstmal kategorisch ausschließt und sagt, Google, Datenschutz, Sicherheit kann ja gar nicht gegeben sein. Aber ist doch so. Google drängt natürlich in den Markt der Unternehmen und will dort sich auch positionieren und muss zwangsläufig auch diese Bedingungen erfüllen, die dort gestellt werden, auch mit der neuen Datenschutzgrundverordnung. Also das muss man sich natürlich anschauen, aber ist etwas, was Google erfüllen kann und was jetzt kein Ausschlusskriterium ist bei der Auswahl. Und auch SLAs ist an sich kein Problem. Genau. Nächster Punkt, Ökosystem, wo ich einen Vorteil sehe gegenüber Microsoft. Es gibt auch, um nicht gleich wieder den nächsten Einwand zu haben, auch einen App Store oder eine Marketplace in der Microsoft-Welt, in Office 365. Den gibt es auch für Google G Suite, den Marketplace, mit vielen, vielen Erweiterungen. Und das an sich ist erstmal natürlich ein Fakt und auch wie die Integration in Google funktioniert. Was aber auch vielleicht nochmal, was die Hintergründe anbetrifft, jetzt aus Entwicklersicht, diejenigen, die solche Integrationen noch bauen, die sagen ganz klar, wie es in Google machen kann, ist wesentlich einfacher, wesentlich besser dokumentiert, als es in der Microsoft-Welt der Fall ist. Das heißt, Anbieter, die dort rein wollen in dieses Ökosystem, dem wird das einfacher möglich sein, ihre Applikation mit den Google-Anwendungen zu integrieren und dort Fuß zu fassen. Und dort sehe ich persönlich auch einen Vorteil gegenüber dem Marketplace von Office 365. Da kann ich vielleicht mal aus eigener Erfahrung einen kurzen Beitrag leisten. Also ich arbeite mit den Office-Clients und habe mal den Marketplace mal durchschaut für Microsoft. Also ich sage mal so, das bekannteste Beispiel ist das Xing-Plugin für den Outlook-Client. Das geht ja auch über den Marketplace von Microsoft. Es ist ein Graus. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, mal so, was gibt es denn sonst noch in diesem Ökosystem an Plugins, die man sinnvollerweise in den in den Outlook-Client reinnehmen kann. Ich sag mal, es ist ernüchternd. Und zwar nicht nur von der Anzahl her, sondern tatsächlich auch, wenn man sich die Bewertung anguckt. Ja, ich habe mir das irgendwie eine Viertelstunde angetan, habe mal ein paar Sachen reingespielt und irgendwann dachte ich, okay, effektiv hat man keinen Mehrwert, das ist eine reine Zeitverschwendung. Wobei tatsächlich bei Xing wäre es schön, weil halt viele das nutzen. Mhm. Bei LinkedIn kann ich nichts zu sagen. Ja, ist halt schade. Und da habe ich halt auch mal hier mal nach dem Nachgang vom vorletzten Mal mir mal den G Suite Marketplace angeguckt. Das ist schon aus dem Stand heraus ein Gedicht, sage ich mal, ja. Mhm. Mhm. Also vielleicht kann ich da auch noch was zu sagen. Ich habe mich bestimmt 10 Stunden mit dem Google Marketplace beschäftigt. Insbesondere, also es ist ja sehr reichhaltig da. Gibt es zum einen das, was du jetzt dargestellt hast, sozusagen, das sind jetzt Integrationen in der G Suite. Häufig sind das sogar serverseitige Integrationen, wo ich als Anwender gar nichts mehr machen muss, sondern dieses CRM-System holt sich aus dem Hintergrund irgendwelche E-Mails und packt die dann an meine Kundenprofile und so weiter. Zusätzlich zu dem gibt es von Google ja auch noch das Chrome Store, wo ich sozusagen auf meiner Client-Seite Erweiterungen einbinden kann. Ja. Und das ist noch viel, viel reichhaltiger als das, was jetzt hier dargestellt ist. Und der Nachteil, deswegen habe ich so viel Zeit damit beschäftigt, wenn ihr einen Anwendungsfall habt, also nehmen wir mal E-Mail-Signaturen, dann findet ihr da 100.000 Lösungen, von denen leider 90.000 dumm sind, wenn man sich die anguckt. Also die will ich eigentlich nicht benutzen. Wenn ich das integriere, denke ich, nee, so will ich das nicht haben. Ah, okay. Alles gut. Jedenfalls, ich glaube auch, dass es ein sehr großer Vorteil von Google ist. Sehr reichhaltiges Ökosystem, unglaublich viele Leute, die da aktiv sind. Ja. Und wir haben ja einen, der vielleicht später selber auch was sagen kann, der hat bestimmt auch Microsoft-Kunden, wie es so mit der Integration steht. Okay, ja, danke für die beiden Anmerkungen dazu. Gehen wir mal aufgrund der Zeit weiter. Das nächste Thema, Preise. Das, was jetzt rein aus der kaufmännischen Sicht natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Natürlich muss man ja auch erstmal sagen, wenn ich in der Office 365-Welt bin, dort das Hosting habe, den Betrieb, ich habe die Client-Lizenzen und so weiter dabei, ist das Angebot im Vergleich, was es früher gab, natürlich auch schon
ein Tick besser, ne? Oder ein entsprechender Vorteil und auch ein Beweggrund, in die Cloud zu gehen. Aber dann nochmal die Preise von Google, die sich natürlich irgendwelche Client-Lizenzen sparen. Die muss ich dort nicht lizenzieren, weil ich das ja online nutze, die ganzen Applikationen. Und dort rein im Preisvergleich schneidet Google natürlich besser ab als zu den E3 und E5 Plänen, die Microsoft anbietet. Und das ist durchaus auch ein kaufmännischer Aspekt. Und dann als letzten Punkt, die Geschwindigkeit, wie Google aktuell unterwegs ist, das, was ich wahrnehme. Also man könnte das sicherlich auch mal messen und in Features, die rausgebracht werden und die Roadmaps und die Release-Pläne miteinander vergleichen, aber gefühlt das, was Google an den Start bringt, jetzt mit Hangout-Chat zum Beispiel, was jetzt auch announced worden ist, und auch regelmäßigen Updates und Weiterentwicklung der einzelnen Applikationen, ist schon echt beeindruckend. Also ich bin selbst immer überrascht und komme kaum hinterher, mir die Sachen anzuschauen, die es dort neu gibt in dieser Welt. Und das ist wirklich regelmäßig. Das ist nicht so, dass das einmal im Quartal kommt, sondern es kommt eigentlich wöchentlich irgendeine Neuerung raus, die ich mitnutzen kann. Und ich gehe davon aus, dass diese Geschwindigkeit bei Google bestehen bleiben wird und dass die relativ schnell auch, wenn es dort noch vielleicht funktionale Gaps gibt, was wir ja im Nachgang dann auch nochmal vertieft betrachten, Google relativ schnell aufholen wird. Und dann aber fokussiert auf das, was aus deren Sicht natürlich wichtig ist und auf die Applikationen, die gebraucht werden. Und das sehe ich auch als einen Vorteil an in der Google-Welt, gerade weil Microsoft natürlich auch mit Anführungsstrichen Altlasten zu kämpfen hat, Applikationen, die im Offline-Bereich entwickelt worden sind und die jetzt irgendwie in die Online-Welt geholt werden müssen und dahingehend optimiert. Hat zur Folge zum Beispiel, dass Microsoft auch anfängt, Applikationen eher online weiterzuentwickeln als die Offline-Clients oder On-Premise-Services, wie beim SharePoint Online zu SharePoint On-Premises. Genau. Aber das ist aus meiner Sicht auch noch ein Vorteil. Jetzt ist es natürlich nicht so schwarz-weiß wieder, ne, dass jetzt ich die andere Seite feiern kann und sagen kann, wir sind ja der Sieger jetzt in diesem Rennen. Das wird sich zeigen. In den Unternehmen ist es sehr vielfältig. Es kommt immer darauf an, wie die Anforderungen, wie die Anwendungsfälle und die Einsatzszenarien in den jeweiligen Unternehmen sind. Und daher macht es Sinn, das auch irgendwie strukturiert vorzunehmen mit einer vernünftigen Evaluierung und mir das genau anzuschauen, welchen Bedarf habe ich eigentlich. Habe ich diese Heavy-Nutzer in Excel? Brauche ich dafür einen lokalen Client mit den verschiedenen Funktionalitäten oder reicht mir die Online-Variante in G Suite aus mit den Features, die ich tatsächlich brauche, weil die anderen 50% sind out of scope und werden nie genutzt. Daher immer mein Appell natürlich auch als Berater an diese formale und gut ausgearbeitete Evaluierung, weil die hilft dann auch in dem Entscheidungsprozess und bei den Entscheidern eine Empfehlung auszusprechen, die auch eine gewisse Grundlage hat und nicht nur rein von Emotionen oder subjektiven Eindrücken geprägt ist. Genau. Und wie Martin eingangs sagte bei der Einführung, ist es das Ziel, dass wir diesen Vergleich, diesen tatsächlichen Vergleich auch auf einer funktionalen Ebene und anhand verschiedener Kriterien weiter vorantreiben, ausarbeiten, sodass dann das auch als Angebot da ist, um mal wirklich noch tiefer einen Einblick zu bekommen. Das war heute mal ein Einblick in die G Suite und die Vorteile der G Suite gegenüber Office 365. Sicherlich nur ein kleiner Teil von dem, was man alles miteinander vergleichen kann. Aber ich merke schon anhand der Diskussion auch, dass es dort schon vielfältige Erfahrungen auch gibt, durch Sie jetzt als Teilnehmer hier und sicherlich auch da draußen in der Unternehmenswelt, bei den Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das sollte man auf jeden Fall mal fundiert machen und weiter ausarbeiten. Genau, ich hoffe, das hat erstmal Erkenntnisse, Einsichten gebracht, vielleicht Dinge auch, die noch nicht so bekannt waren. Bin jetzt auch noch weiterhin da für Fragen, wenn jemand Fragen hat. Und bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und auch für die rege Diskussion zu dem Thema. Ja, durch meine zahlreichen Unterbrechungen habe ich vermutlich schon dargestellt, dass mich das Thema zumindest selber sehr interessiert. Ja. Vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Gibt es noch Fragen? Paul, können wir noch Fragen zulassen? Oder bist du sozusagen zwei Fragen können wir noch zulassen, wenn ihr direkt was stellen möchtet. Ja? Ja, eine Frage noch zu der Offline-Fähigkeit. Ich bin das selbst momentan am Evaluieren und ein bestehendes Dokument weiterbearbeiten, klappt 1A. Aber wenn ich jetzt ein neues Google Docs Dokument offline anlegen möchte, geht das auch oder bin ich da nur zu blöd zu? Tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich viele dieser Dinge durch eigene Nutzung erfahre und dann geht es irgendwann und irgendwann ging es mal nicht. Insofern verstehe ich deine Situation. Nach meinem Dafürhalten braucht man eine Erweiterung in Chrome.
mit der du dann in der Lage bist, offline auch Dokumente anzulegen. Und möglicherweise hast du die nicht installiert, aber gemacht habe ich das selber schon. Du kannst offline neue Dokumente anlegen, jeden Typs auch, und die werden dann anschließend online synchronisiert. Das ist kein Problem. Genau, erstmal in die persönliche Ablage dann, und danach kann ich die Dokumente natürlich dorthin schieben, wo ich sie haben will. In eine persönliche Ablage, Teamablage oder in irgendeinen Ordner. Okay, schön. Keine weitere Frage?